Unmenschliche Strafen im 15. Jahrhundert. König Heinrich VII. Hatte panische Angst davor, vergiftet zu werden. Also erließ er ein Gesetz, das eine äußerst unangenehme Strafe für Vergifter vorsah. Die Verurteilten wurden in einem großen Kessel lebendig gekocht. Doch das war noch längst nicht alles. Wenn sich die Beschuldigten vor Gericht nicht schuldig bekannten, wurden diese auf dem Boden gefesselt, während man nach und nach ihren Körper mit immer schwereren Steinen bedeckte. Entweder die Beschuldigten legten ein Geständnis ab, oder sie brachen unter der erdrückenden Last der Steine zusammen. Aber warte, es wird noch unmenschlicher. Wer sich öffentlich betrunken zeigte, musste fortan den Trunkenboldmantel tragen. Eine hölzerne Tonne mit Ausschnitten für Kopf, Beine und Arme. Man kann sich nur schwer vorstellen, wie demütigend das gewesen sein muss. Und dann gab es noch die Strafen für Heuchelei und Unehrlichkeit. Die Verurteilten wurden in ihr Dorf geschleppt und mehrmals für bis zu 20 Sekunden unter Wasser getaucht. Alles vor den entsetzten Blicken einer aufgebrachten Menge. Da können wir nur hoffen, dass unsere moderne Justiz etwas menschlicher vorgeht.